Auf der A7 zwischen Cuxhagen und dem Kasseler Kreuz kam es am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Ermittlungen der Autobahnpolizei Baunatal muss ein LKW offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit in Höhe einer Baustelle in das Stauende gefahren sein. Insgesamt 4 LKW, ein Wohnmobil und ein PKW wurden dabei in den Unfall verwickelt. Durch den enormen Aufprall wird das Wohnmobil in Stücke gerissen. Für 3 Menschen und 3 Hunde, die sich in dem Fahrzeug befanden, kommt jede Hilfe zu spät. Sie sterben in den Trümmern. Eine Person muss mit schwersten, eine weitere mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Autobahn in Richtung Norden muss stundenlang voll gesperrt werden. Der Verkehr staut sich auf einer Länge von rund 20 Kilometern. Um die genaue Unfallursache feststellen zu können, wurden 2 Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Die Bergungsarbeiten zogen sich über Stunden hin, da die Polizei zunächst einmal nach weiteren Verletzten suchen musste. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, bot sich ein Bild der Verwüstung. Ja, schon ein richtig schönes Trümmerfeld. Die beschädigten LKWs angehoben über alle 3 Fahrstreifen und der komplette Aufbau des Wohnmobils verteilt. Mit 2 Kranfahrzeugen und einem Bagger mussten die Trümmer von der Straße geräumt werden. In Containern, die mit LKWs abtransportiert wurden, lagen die Überreste der Fahrzeuge des schlimmen Unfalls. Bis in die Nachtstunden hatten die Hilfskräfte damit zu tun, die Autobahn wieder freigeben zu können. Die Fahrzeuge waren zwar gegen 20.30 Uhr alle abtransportiert, doch die Fahrbahn musste noch gereinigt und Betriebsstoffe aufgenommen werden. Gegen 1.20 Uhr konnte die Vollsperrung der Autobahn wieder aufgehoben werden.